Liebe Freunde und damit ein herzlich willkommen zu Resident Evil 2 Remake. Schön, dass ihr einschaltet. Mein Name ist Aldon LP und wir machen jetzt weiter, wo wir letzte Folge aufgehört haben. Wir haben gegen Willem Birkan gekämpft. So, jetzt müssen wir hier raus. Oh. Wo sind wir? Ah, ja. Tiefgarage. So. Oh. Okay, für hier brauchen wir eine Karte. Mist. Oh. Nicht ohne Karte. Oh Scheiße. Das glaube ich einfach nicht. Oh nein, 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 nein. Wer war das? Hm? Wer ist da? Aufgepasst! Okay, da waren. Weg damit. FBI. Entschuldigung. Danke. Für die Hilfe. Überrascht mich, dass Sie noch leben. FBI, was? Was geht hier vor sich? Bedauere, die Information ist streng geheim. Wo gehen Sie hin? Tun Sie sich einen Gefallen. Stellen Sie keine Fragen und verschwinden Sie von hier. Okay. Hey! Ich hab noch nicht ausgeredet! Sie geht einfach weiter. Wir folgen sie mal. Oh oh. So, Karte der Polizei Station B1. Ist er tot? Immer noch nicht. Komm schon. Was zum? Oh, da ist jemand. Der ist tot. Was ist mit dir? Oh. Hi, Lady. Na? Wo ist er vorne? Funktioniert nicht. Hallo? Hey. Wer haben wir denn hier? Ich glaub's ja nicht. Ein echter Mensch. Hallo, Mensch. Sind Sie hier schon lang? Lang genug. Sind nur noch wir am Leben? Nein, nein, gibt noch mehr von uns. Oh. Gut zu hören, schätze ich. Ja.
Es sei denn, Irons schickt sie. Irons? Sie meinen Chief Irons? Ist er noch hier? Wen kümmert's? Hoffentlich hat jemand ihn schon verspeist. Was meinen Sie damit? Dieser Mistkerl hat mich ja eingesperrt. Bin sicher, er hatte einen Grund. Hatte er. Ich stand knapp davor, ihn auffliegen zu lassen. Ich hätte dasselbe getan, schätze ich. Oh oh. Hey. Da kommt jemand. Wie wär's mit einem Deal? Befreien Sie mich und ich gebe Ihnen die. Gebt keinen anderen Weg aus der Tiefgarage, glauben Sie mir. Sorry, das geht nicht. Nicht ohne den Chief zu fragen. Hören Sie, wir beide müssen hier irgendwie raus. Entweder arbeiten wir zusammen und helfen uns, oder... Scheiße, es kommt. Was? Was kommt? Komm, komm, sag kein Arschloch, okay? Du brauchst die! Lass mich verflucht nochmal hier raus! Oh. Oh mein Gott. Alter, wie sein Auge geplotzt ist. Wer ist da? Ich bin's nur. Stecken Sie bitte das Ding weg. Ich weiß gar nicht, was passiert ist. Das ging alles so schnell. Ich sagte doch, Sie sollen abhauen. Sie wollen doch nicht enden wie Ben, oder? Sie kannten ihn? Er war ein Informant. Hatte Informationen für meine Untersuchung. Also hat er die Wahrheit gesagt. Hey, Sie können mir nicht immer weglaufen. Ich weiß nicht mal Ihren Namen. Ich bin Leon Kennedy. Finde einen Weg raus, Leon. Bevor es zu spät ist. Dann reden wir. Ich bin Ada. Okay. Ich schätze, das ist ein Deal. Was in aller Welt? Notiz, Gefängnis, Schaltschrank. Der Schaltschrank ist defekt, könnte sich die zuständige Person schleunigst darum kümmern. Dürfte zwar allen bekannt sein, aber da der Schaltschrank höllisch alt ist, brauchen wir Schaltschrankteile, die nicht mehr hergestellt werden. Im Transformatorraum müsste noch ein paar herumliegen. Nachtrag. Mir wurde gesagt, dass im Transformatorraum nur noch eins dieser Schaltschrankteile ist. Der Typ, der die Glocke des Uhrentums reparieren soll, müsste noch eins haben, okay? Also nehmt das ihm. Ich meine, bitte ihn höflich darum. Ja, gut. Okay. Gut. Dann müssen wir wohl hier raus. So, die Tür ist hier auf. Da müssen wir hin. Transformatorraum. Da ist wahrscheinlich abgeschlossen. Schießstand, da gehen wir mal hin. Oder sollen wir gleich hin? Komm. Wir gehen erstmal hier lang. Oh nein. Hier sind überall Hunde. Ach, die sind da drin. Ist da noch mehr? Ja.
Okay. Wir gehen erstmal hier rein. Dann können wir da weiter. Autopsiebericht. Name des verstorbenen Justin Hansen. Männlich weiß, 39 Jahre alt. Beobachtungen. Vom Personal tot im Bett seiner Gefängniszelle aufgefunden. Hände aufgrund der Leichenstarre zusammengeballt. Sollte bald nachlassen. Wahrscheinlich nach Löschung des Lichts verstorben. Der Verstorbene war ein Klempomane, der mehrmals in Haus saß. Unglaublicherweise klaute er sogar im Gefängnis weiter, wobei das nur seiner klinischen Diagnose entspricht. Was hast du noch? Der gestorben ist. So. Hier ist nichts. Ah, oh, rotes Wort. Auch nichts. Auch nichts. Okay. Mir ist Zombie. Hat er jetzt was? Blendgranate, sehr schön. Dann machen wir mal weiter. Hier ist auch nichts. Auch nichts. Hier ist jemand. Oh, da ist was. Schlüssel. Sehr schön. Oh, jetzt aufgestanden. K.O.-Schlüssel. Okay, schnell weg hier. Oh. Mal auf. Schaltschrankteil. Okay, das brauchen wir. Hier wollen aber noch einer. Hier ist noch was. Das war zu viel. Hm.
Kacke jetzt. Leuchtet noch rot. Hier muss noch was geben. Aber wo? Ach da. Grünes Kraut. So, jetzt können wir hier raus. Wo ist er? Scheiße, ich glaube, der kommt hier hin. Boah. Ach, der ist wohl neu gekommen. Verstehe. Jo. Scheiße, scheiße. Ist er tot? Ach, er ist tot. Warte jetzt. Oh, ich glaube, das war's. Entsorgungsnotiz. Zu entsorgenden Objekt Schlüssel für Einsatzwang 7439. Details für Bewohner unbrauchbares Schlüssel, mit dem man aber noch per Tastendruck Türen und Kofferraum des Zwangs öffnen kann. Schlüssel untersuchen. Autoschlüssel. Okay, boah. Was zum? Es steht endlich. Eine Nachricht von Mr. Raccoon. Hallo Jungs und Mädels, hier ist euer Freund aus dem Raccoon City. So, schön euch zu sehen. Heute möchte ich über etwas reden, das mir sehr am Herzen liegt. Ihr kennt doch meine beliebten Mr. Raccoon Figuren, oder? Also, ich habe gehört, dass einige böse Kinder sie für Schießübungen benutzen, aber das macht mich sehr traurig. Liebe kleine Kinder würden doch nicht so gemein sein, oder? Das ist nämlich total mega gefährlich, also lasst das bitte schön bleiben. Wir sehen uns im Zoo, Mr. Raccoon. Aua. So, das können wir hier benutzen. Ich habe keinen Platz mehr. Film. So. Ach, ich nehme es einfach mit. Also hier waren die Figuren, die habe ich schon kaputt gemacht.
können wir raus. Und hier weiter, glaube ich. Ja. Warte mal, hier können wir doch. Ach, die Tür ist jetzt auch auf. Ah. Okay. Das nehmen wir mit. Was haben wir hier? Speicherraum, perfekt. Warte, wir legen die Sachen hier ab. Film, das können wir später mal gucken. Das kann weg, das kann weg. Das können wir lassen. Magnum-Munition. Okay. Elektroteil, okay. Warte mal, wir legen hier. So, das können wir ablegen. Das lassen wir, das können wir ablegen. Komm, das legen wir auch ab. Okay. So. Ich würde mal sagen, wir machen jetzt mit dieser Folge Schluss und in der nächsten Folge machen wir weiter. Schön, dass ihr da wart und bis zum nächsten Mal.